Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Movie Stars Time Machine. Im heutigen Video zeigen wir euch einen alten Filmklassiker aus meiner Heimat Ostfriesland und zwar Otto der Außerfriesische aus dem Jahr 1989. Die Besetzung der Schauspieler von damals 1989 zu heute im Jahr 2023. Lasst doch auch gerne ein Abo da und unterstützt somit unseren Kanal. Vielen Dank! Los geht's, die Nummer 1, Christine Neubauer, im Jahr 1989, Alter 26. Christine Neubauer, im Jahr 2023, Alter 60. Die Nummer 2. Hans-Peter Halwachs, im Jahr 1989, Alter 51. Hans-Peter Halwachs starb am 16. Dezember 2022. Die Nummer 3. Arnold Marquis, im Jahr 1989, Alter 68. Arnold Marquis starb am 24. November 1990. Die Nummer 4. Otto Walkes, im Jahr 1989, Alter 40. Otto Walkes, im Jahr 2023, Alter 74. Die Nummer 5. Steffi Graf, im Jahr 1989, Alter 19. Steffi Graf, im Jahr 2023, Alter 53. Die Nummer 6, Volkmar Kleinart. Im Jahr 1989, Alter 50. Volkmar Kleinart, im Jahr 2023, Alter 84. Die Nummer 7, Barbara May. Im Jahr 1989, Alter 27. Barbara May, im Jahr 2023, Alter 61. Die Nummer 8, Vico von Bülow. Im Jahr 1989, Alter 66. Vico von Bülow starb am 22. August 2011. Die Nummer 9, Hansi Jochmann. Im Jahr 1989, Alter 36. Hanse Jochmann, im Jahr 2023, Alter 70. Die Nummer 10, Wilken F. Dinklage. Im Jahr 1989, Alter 47.
Wilken F. Dinklage starb am 18. Oktober 1994. Die Nummer 11. Katharina Brauren. Im Jahr 1989, Alter 79. Katharina Brauren starb am 25. Dezember 1998. Außerdem spielte noch mit im Film Tony Guzman als El Cucaracho. Sowie Heinrich Kunz als der Opa. Als auch Hans-Herbert Börs als der Fährmann. Sowie Maximilian Rüdlein als der Referendar. Und Imke Eckert als Ottos Mutter. Und Harry Rogers als La Motta. Übrigens, eine Reise nach Ostfriesland lohnt sich immer. Ganz einfach sind die Drehorte zum Film besuchbar, wie zum Beispiel die Zwillingstürme in Greetsiel. Sowie der schicke Hafen von Greetsiel. Oder der Filmkindergarten, welches in Wirklichkeit eine alte Schule war und heute eine Ferienwohnung. Das Haus, wo Otto die Toilettentürme hat bauen lassen, im Ort Grothusen. Die Osterburg in Grothusen. Und natürlich der Leuchtturm von Pilsum, welches spätestens seit dem Film Otto der Außerfriesische ein Wahrzeichen Ostfrieslands ist. Alle diese Drehorte befinden sich in der Gemeinde Krummhörn. Okay, vielen Dank fürs Anschauen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch diesen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und teilt das Video überall. Vielen Dank, bis bald zum nächsten Video bei Movistars Time Machine.